sage ich mal, AMG, klingt nur gut, für mich heißt das jetzt Action mit Gewalt. Das Ding katapultiert mich nach vorne, als ob der einer mit anderen in die Mitte tritt. Das hat AMG 6,3. Können wir das Aggregat mal starten? Können wir machen. Mein Gott, ist das. Scheiße, ist das geil. Es gibt ja auch gar keinen Gegner mehr, wenn du 73 mal zurückschaust. Was war denn da noch? Klar, BMW. Und dann kommst du mit so einem Achtender an. Ja, mit so einer Karre konntest du in den 70ern gar nicht vor der Disco vorfahren. Warum? Weil du reingefahren bist. Hier, Leute, der Laden. Wir haben nur zwei, drei gebaut. War die so teuer? Ja, ist ja unbauer, extrem teuer. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ganze Ding zu zerlegen, die Innenausstattung, der Motor, das Getriebe, die Hinterachse, das ist alles unfassbar Geld. Ja, ja, ja. Die Hinterachse wird ein bisschen mehr aufhalten. Nee, die Unterachse, die weiß ich auch bei dem Motor. Ja. Ja, das war ein Unternehmer, der das sich umbauen ließ. Der hatte irgendwie eine Tresorfirma oder so. Ist das Auto zu uns in die Hände gekommen? Lustig war, anscheinend ist möglich, kann ich nicht hundertprozentig bestätigen, wollte Xavier Naidoo 10 Minuten später, nachdem das Auto gekauft wurde, auch das Auto haben. Das kann ich mir vorstellen, das Ding ist begehrt. Geil. Und dann wart ihr schneller. Dann waren wir schneller. Der sieht so sexy aus. Dann so ein Brüllermotor. Und dann auch noch so Wagen. Ich bin so glücklich, dass ich das wegen Untermieter anhabe. Die Gelegenheit kommt nicht so schnell wieder. Oder ich brauche einen Bruch, eine gezinkte Karte. Oder vielleicht einen guten Berater. Oder trotzdem, was er noch umgehen kann. Das war ein Film. That's what I'm feeling.